Ich darf Sie ganz herzlich zum BDEW-Kongress 2020 begrüßen. 2022, vielen Dank. Das war ein kleiner Test. Meine Präsidentin und ich arbeiten sensationell gut zusammen. Ich begrüße Abgeordnete aus Bundes- und Landtagen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den Parlamenten, auch dem Europäischen Parlament, Botschafter, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus selbigen, Abgeordnete aus Österreich, die Generalsekretärin und die Direktorin der Energieverbände aus Österreich und Schweiz, viele Vertreterinnen und Vertreter aus Energieverbänden und NGOs, aber vor allem natürlich Sie alle hier. An vorderster Stelle Marie-Louise Wolf, die neu, frisch gewählte, aber schon langjährige Präsidentin des BDEWs, inklusive des ganzen Präsidiums, die Hauptgeschäftsführung, die Vertreterinnen aus den Landesorganisationen mit ihren Geschäftsführern, aber vor allem die Vertreterinnen und Vertreter der Energiewirtschaft jeder Unternehmensgröße und Sparte, verwandter Branchen und Dienstleister. Wir sind 1500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer über die letzten zwei Tage. Der besondere Dank gilt natürlich den Partnern, Themenpartnern und Ausstellern, ohne die dieser Kongress nicht möglich gewesen wäre, und rund um das Team von Silvia Kemp. Wir haben einen sensationellen BDEW-Kongress, viele tolle Gäste, wir haben eine restlos ausverkaufte Ausstellung und es wird deutlich, die Branche wollte zusammenkommen, die Branche ist zusammengekommen. Ich begrüße Sie ganz herzlich auf diesem Kongress. Jetzt haben wir eine Zeit der Kachelwende hinter uns. Ja, dieser Bildschirm, große Galerie, kleine Galerie. Ich konnte mich nie so richtig entscheiden. Bei der großen hat man ein bisschen mehr gesehen, bei der kleinen hat es immer so gewackelt. Wir haben aber so viel zu analysieren, zu diskutieren und wir haben nach vorne zu denken. Und das ist das, was mir so wichtig ist, dass wir gemeinsam nach vorne denken. Wir sind durch unglaublich schwierige Zeiten gegangen und stehen in unglaublich schwierigen Zeiten. Wir haben Problematiken des Krieges, des Klima, der Klimafragen, Lieferkettenthemen, Inflationsschwierigkeiten oder die steigende Inflation. Und vor diesem Hintergrund ist es so wichtig, dass wir diesen Austausch hier zusammenpflegen. Und als wir die Kongressplanung vor 7 Monaten angefangen haben, dachten wir, es ist ein Grenzstein. Und wir kommen in eine Normalität und wir können auch nach der Bundestagswahl unsere Forderungen, wo stehen wir jetzt, wo wollen wir hin, mit Ihnen zusammen und mit der Politik zusammen diskutieren. Und deswegen haben wir ein Kongressmotto gewählt, wir, Klima, Energie. Und es sollte Optimismus und Tatkraft ausstrahlen. Und ich möchte weiterhin, dass es Optimismus und Tatkraft ausstrahlt. Aber wir wissen, die Zeiten sind nicht normal. Spätestens mit dem Krieg in Europa, in der Ukraine, der unendliches Leid über die Menschen bringt. Und ich glaube, wir können uns das nicht vorstellen. Und der auch die Frage, wie entwickelt sich eigentlich der Zusammenhalt in Europa, gerade nochmal neu auf die Agenda bringt. Und der im Übrigen einer ganzen Generation in Russland die Zukunft klauen wird. Dieser Krieg stellt uns natürlich vor enorme Herausforderungen. Das heißt, dass wir bekommen nochmal eine ganz andere Bedeutung. Es bekommt die Bedeutung und den Ausdruck des Zusammenstehens. Und wir haben jetzt in den letzten 3 Monaten als BDEW zusammen mit der Bundesnetzagentur, mit dem Bundeswirtschaftsministerium, mit den anderen Verbänden, mit der Industrie, aber natürlich vor allem mit Ihnen zusammen, Stück für Stück die Lage analysiert. Wir haben versucht, vorauszuschauen. Wir haben versucht, die Probleme zu lösen, weil es gibt für diese Situation keine Blaupause. Wir mussten anfangen, das Undenkbare zu denken. Und uns damit auseinanderzusetzen, wie wir Fragestellungen lösen, die überhaupt nicht in unsere Wirtschaftsagenda gepasst haben. Und die Branche hat gezeigt, auf uns kann man sich verlassen. Und mein herzlichster Dank aus wirklich tiefstem Herzen geht an das Präsidium und an den Vorstand des BDEWs. Seit Beginn des Krieges kommt der Vorstand, der sich normal 2-mal im Jahr trifft mit einem schönen Vorabendessen, seit Beginn des Krieges kommt der Vorstand jeden Montag für 1 Stunde zusammen, um gemeinsam zu gucken, wo stehen wir gerade. Und das hilft uns ungemein. Wir haben mit dem Präsidium einen Krisenstab mit dem Wirtschaftsministerium aufgebaut, der dann darauf folgt. Das hilft uns ungemein, weil wir gemeinsam die Dinge diskutieren müssen. Und ich kann nur meinen ganz herzlichen Dank im Namen des ganzen Verbandes, im Namen aller Mitglieder an Vorstand und Präsidium aussprechen. Danke für das Engagement, das Sie uns zeigen und wie Sie uns hier begleiten. Vielen herzlichen Dank.
Und mein Dank geht auch an das Haus. Sie können sich gar nicht vorstellen, wie großartig die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Reinhardtstraße hier in Berlin arbeiten. Das ist ein im Augenblick eigentlich rund um die Uhr arbeiten, weil Sie kriegen das ja mit. Wir kommen mit Gesetzesinitiativen, wir werden konfrontiert mit Referentenentwürfen, mit neuen Ideen, mit diesen undenkbaren Fragestellungen. Und Sie haben da großartige Leute. Ich kann mir kein besseres Team wünschen. Und ich bin zutiefst dankbar und ehrlich gesagt freue ich mich jeden Tag, dass ich die Möglichkeit habe, dieses tolle Haus zu leiten und zu führen. Und ich denke, auch das ist noch Ihr Applaus wert. Und ich verspreche, dann dürfen Sie mir ein bisschen mehr zuhören. So, und wo haben wir jetzt gestartet? Ich fange an mit der Diskussion um das Gasembargo. Das war ja eine interessante Diskussion. Sie kennen den Spruch, frieren für den Frieden. Wir können uns gerne heute Abend darüber unterhalten, wie elitär ich diesen Spruch finde, weil ich vermute, es gibt Menschen, die haben Sorge davor, dass sie frieren, aber nicht die, die diesen Satz gesagt haben. Und deswegen haben wir uns als Haus sehr intensiv damit auseinandergesetzt, was heißt eigentlich Gasembargo? Welche wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Folgen hätte ein Gasembargo? Und wir sind dazu gekommen, dass diese Folgen verheerend wären. Und natürlich spüren wir alle diese innere Zerrissenheit. Jeder Euro, der in Putins Kriegskasse geht, ist ein falscher Euro. Und gleichzeitig wissen wir, dass wir Stand heute noch nicht in der Lage sind, auf russische Importe ohne weiteres zu verzichten. Und deswegen haben wir gemeinsam, und da unterstützen wir die Bundesregierung sehr dabei, zu sagen, wir müssen diese Abhängigkeiten reduzieren. Es ist richtig, LNG-Infrastruktur aufzubauen. Es ist im Übrigen auch richtig, da wo nötig, so schnell wie möglich voranzugehen und da, wo man sich Zeit lassen kann, auch die Zeit zu lassen, dass wir diese LNG-Infrastruktur wasserstofffähig gestalten, zukunftsfähig gestalten. Es ist richtig, Gas zu substituieren. Auch wenn wir den teuren Preis zahlen werden, dass wir Kohle einsetzen, dass wir im Ziel des Klimaschutzes einen Schritt zur Seite gehen müssen. Und es ist richtig, Einsparungen voranzubringen. Wir werden als Verband die Kampagne der Bundesregierung, die am 10. Juni starten soll, Effizienz- und Einsparkampagne, unterstützen. Jede Kilowattstunde, jede Energie, die jetzt nicht verbraucht wird, das ist richtig. Und deswegen sind das dieses Vorgehen der Bundesregierung verdient von unserer Seite aus Unterstützung und im Übrigen auch Respekt. Da ist durchaus harte Diskussionen geführt worden über die Frage des Embargos, aber die Linie, die die Bundesregierung hier führt, ist gut. Wenn Sie sich erinnern, ich habe letztes Jahr in meiner Rede gesagt, die Branche ist das Fundament für Veränderung. Wir haben über die Elektromobilität gesprochen, wir haben über die Dekarbonisierung der Industrie gesprochen. All das geht nur, wenn die Energiebranche als Fundament da ist. Elektromobilität gibt es nur mit uns, Dekarbonisierung der Industrie mit grünem Wasserstoff gibt es nur mit uns. Und da haben wir über dieses Fundament gesprochen. Heute haben wir noch mal ein völlig anderes Verständnis in Gesellschaft und Wirtschaft über die Rolle von Energie. Und daher kommt dieser Satz, sie ist nicht mehr nur systemrelevant. Energie ist systemfundamental. Sie ist das Fundament unseres wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Lebens. Und sie ist das Fundament für Versorgung. Und mit diesem Fundament werden wir die Transformation gestalten. Und deswegen stehen wir vor einer doppelten Aufgabe. Wir müssen die Versorgungssicherheit gewährleisten, jetzt und heute, angesichts drohender Lieferstopps aus Russland. Und auf der anderen Seite müssen wir die Veränderung und die Transformation in dieser Branche voranbringen. Mehr denn je ist das energiewirtschaftliche Dreieck Leitbild unseres Handelns. Versorgungssicherheit, Klima und Umwelt und Wirtschaftlichkeit und Bezahlbarkeit. Und alles drei sind enorme Herausforderungen. Bei der Versorgungssicherheit ist klar, die Erneuerbaren stehen im Zentrum. Die Netze sind unabdingbar. Wir müssen von A nach B kommen. Aber immer notwendig sein wird Gas. Das wird nicht dauerhaft Erdgas sein. Aber wir werden immer Moleküle brauchen, um unser Energiesystem und unsere Energiesicherheit zu stabilisieren. Und deswegen
ist der Satz, die Brücke Gas ist eingestürzt, falsch, weil wir schon auf dieser Brücke stehen und weil wir sagen müssen, was ist das Ufer, was ist die andere Seite, was ist der Endpunkt dieser Brücke. Und an diesem anderen Ufer steht anderes Gas, Wasserstoff, Grün, Biogas, Biomethan, aber Moleküle, die unser Energiesystem stabilisieren werden. Diese Brücke ist nicht eingestürzt, wir stehen auf dieser Brücke. Sie ist vielleicht kürzer geworden und vielleicht müssen wir schneller drüber gehen. Und der Veränderungsdruck ist hoch. Aber wir werden Zeit brauchen, um diesen Pfad gemeinsam zu gehen. Und zum Klima, der zweite Teil des energiewirtschaftlichen Dreiecks, das lässt uns ja nicht unberührt, 50 Grad in Indien. Wir hatten letzte Woche ein Gespräch mit dem deutschen Botschafter in Russland, der sagte, die sibirischen Wälder brennen dieses Jahr mehr als im Vorjahr. Es berichtet nur keiner drüber. Der Klimawandel führt zu verheerenden Konsequenzen jetzt schon in vielen Regionen der Welt. Mit Dürren, mit Katastrophen, mit Hunger. Und deswegen ist es so völlig klar für die Branche, dass wir den Klimawandel bekämpfen müssen und alles dafür tun. Und es ist richtig, dass die Bundesregierung das Osterpaket auf den Weg gebracht hat und gesagt hat, wir werden Wind onshore, Solar, Wind offshore voranbringen. Und die Freunde der Wasserkraft werden es mir auch hier sicher auch so sehen. Natürlich werden wir auch die kleine Wasserkraft brauchen. Die ist regional sehr unterschiedlich, das weiß ich auch. Aber wir werden alles brauchen, um die Erneuerbaren voranzubringen. Und deswegen ist es gut, dass wir im Gesetz stehen haben, die Erneuerbaren sind im überragenden öffentlichen Interesse. Das ist sehr gut. Aber wir brauchen noch was. Wir brauchen die Netze auch im überragenden öffentlichen Interesse. Und wir brauchen das nicht nur im EEG, sondern wir brauchen es im Bundesemissionsschutzgesetz, im Bundesnaturschutzgesetz, im Bundesbaugesetz und im Energiewirtschaftsgesetz. Und dann wird da ein Schuh draus, weil dann gibt es ein Grundverständnis, dass der Ausbau der Erneuerbaren mit der dazugehörenden Infrastruktur im Zweifelsfall das höhere Schutzgut ist. Und Sie kennen die Diskussion rund um den Artenschutz und Sie kennen die Diskussion rund um die Genehmigung. Jüngst ist ein Windpark nicht genehmigt worden, weil er auf eine denkmalgeschützte Windmühle den Blick versperrt hat. So kommen wir nicht weiter. Wir müssen ein anderes Verständnis für den Zubau der Erneuerbaren entwickeln. Und wenn die Bundesregierung sagt, sie möchte 10 GW Wind jedes Jahr und 20 GW PV jedes Jahr, das ist eine Verdopplung, Verdreifachung, Vervierfachung. Das muss jetzt starten. Und wir machen das. Aber wir brauchen die Unterstützung von der Regierung. Und schließlich der dritte Teil, Preise und Bezahlbarkeit. Am 1.7., heute in einem Monat, fällt die EEG-Umlage weg. Das ist gut. Haben wir lange gewollt, es ist zu bürokratisch, es ist ein durchlöcherter Schweizer Käse geworden. Es ist gut, dass die Umlage fällt. Das Ziel, dass damit die Preise spürbar sinken, wird natürlich angesichts der erhöhten Beschaffungskosten wird nicht erreicht werden können. Und die Preisproblematik, die ist wirklich enorm. Das kennen Sie alle, die Diskussionen mit Ihren Kundinnen und Kunden, mit der Wirtschaft über die Frage, wie entwickeln sich eigentlich die Preise und was heißt das für die Menschen. Und wir müssen sehr aufpassen, die Bundesregierung muss sehr aufpassen, macht sie mit den Entlastungspaketen, versucht sie dagegen zu steuern, dass zumindest da, wo es wirklich knirsch wird, wo die Menschen Schwierigkeiten haben, diese Preise zu bezahlen, es gibt ja auch eine Inflation an anderen Stellen, dass es hier Entlastung für die Verbraucherinnen und Verbraucher gibt. Und wir sind mit unserem Industriedialog in einem sehr intensiven Diskurs, auch mit der Industrie, über die Frage, wie kann man eigentlich Wettbewerbsfähigkeit bei der Industrie halten und angesichts von Preisen, die Faktor 3, Faktor 4 sich im Weltmarkt darstellen, ist da noch viel Baustelle zu tun. Aber wir wissen natürlich auch, dass die finanzielle Situation der Unternehmen schwierig ist in der jetzigen Situation. Und wir haben versucht, hier in sehr, sehr viel mit der Bundesregierung zusammen auf den Weg zu bringen. Da ist einiges noch zu tun, aber ich hoffe, dass wir mit dem gemeinsamen Verständnis, dass wir die Versorger stabilisieren müssen, vor dem Hintergrund, dass sie Fundament unserer Gesellschaft und unserer Wirtschaft sind, dass dieses gemeinsame Verständnis nach wie vor mit Bundeskanzleramt und Wirtschaftsministerium getragen wird.
So, und was machen wir jetzt für die Zukunft? Ich habe gesagt, die Transformation, wir sind das Fundament der Versorgung, aber wir müssen mit diesem Fundament die Transformation gestalten. Was heißt das jetzt? Das heißt zum einen, dass wir beim Thema Wasserstoff eine andere Haltung bekommen müssen, als wie ich sie teilweise national und europäisch höre. Der Anspruch muss sein, preiswert und in großen Mengen und nichts darunter. Keine Champagner-Diskussion. Erinnern Sie sich mal, als die Erneuerbaren vor über 20 Jahren auf den Weg gebracht wurden. Dann hat man ihnen prognostiziert, ihr schafft ungefähr 4% am Strombereich, in der Stromversorgung. Heute sind wir bei 50, das Ziel ist 100. Und keiner sagt, völlig undenkbar. Man muss sagen, muss ein bisschen viel für passieren, dass wir das schaffen können, aber es ist im Bereich des Denkbaren. Und deswegen müssen wir bei Wasserstoff auch in den Bereich des Denkbaren kommen, preiswert und in großen Mengen. Also groß zu denken, dezentrale Lösungen zu den zentralen Lösungen, breite Anwendungsfelder, diese Additionalität auf europäischer Ebene. Was macht es denn für einen Sinn? Wir versuchen uns das mal vorzustellen, wenn Sie ein Elektroauto gehabt hätten und Sie hätten immer gesagt, dieses Auto darf aber nur fahren, wenn daneben ein neues Windrad steht. Weil nur dann ist es wirklich exakter grüner Strom, neuer grüner Strom. Dann hätten Sie es nie geschafft, die Elektromobilität wirtschaftlich voranzubringen. Auch die Entflechtung. Wer glaubt denn, dass ein Gasunternehmen heute in die Transformation zur Wasserstoffwelt investiert, wenn es danach die Netze veräußern muss? Das ist betriebswirtschaftlicher Unfug. Das würde Ihnen jeder Controller im Unternehmen sagen, das machen wir mal nicht. Und deswegen ist die Haltung zu Wasserstoff, muss eine andere werden. Wir reden bei Wasserstoff nicht mehr nur über das Klima. Wir brauchen bei Wasserstoff eine Haltung, es ist eine wirtschaftspolitische Fragestellung. Steigt dieses Land mit aller Massivität, mit Forschung, mit Geld, mit Innovation ein in die Frage der neuen Wasserstoffwelt, dezentral und zentral, um hier so voranzukommen? Das ist der eine Bereich. Und der andere, den wir intensiv mit der Bundesregierung diskutieren, ist die Frage der Wärmeversorgung. Die Bundesregierung hat die kommunale Wärmeplanung auf den Weg gebracht. Das finde ich gut. Kompetenzen vor Ort zu nutzen. Die Menschen vor Ort, die Stadtwerke, die kommunalen Versorger wissen viel genauer, wie sich die Situation vor Ort darstellt. Und im Wärmebereich ist die Situation ja total diffizil. Wir haben 42 Millionen Wohnungen, da sieht eine nicht aus wie die andere. Bausubstanz ist unterschiedlich, die Eigentümerstruktur ist unterschiedlich, die Infrastrukturen sind unterschiedlich. Da können Sie durch alles gehen. Deswegen ist die kommunale Wärmeplanung richtig. Aber genauso richtig ist es, alle Optionen offen zu lassen. Damit nämlich genau kommunal entschieden werden kann, was ist die richtige Option. Und deswegen ist es wiederum falsch zu sagen, das Gasverteilnetz wird jetzt zurückgebaut. Das sollen die Kommunen entscheiden, ob sie zurückbauen und ob sie in andere Netze investieren. In manchen Kommunen entscheiden man sich so, in anderen so. Entscheidend ist die Frage, wird dieses Gasverteilnetz irgendwann wasserstoffready? Können wir in eine neue Welt gehen mit diesem Gasverteilnetz? Aber 550.000 Kilometer schon gelegtes Netz unter der Erde abzuschreiben, würde ich nicht empfehlen. Und deswegen sagen wir ja zur Wärmepumpe, ja zur Fernwärme- und Nahwärmekonzepten, ja zur vorhandenen Infrastruktur und ja zur kommunalen Wärmeplanung, damit Sie vor Ort entscheiden können. Und lassen Sie mich, um diesen Gedanken zu Ende führen, mit einem Angebot an die Politik enden. Wir als Branche und wir als BDEW stehen fest, an der Seite der Bundesregierung durch diese schwierige Lage hindurchzukommen. Mit unserem Know-how, mit unseren Erfahrungen, mit unseren Kenntnissen, mit den Lösungsvorschlägen, die wir gemeinsam entwickeln. Es ist eine schwierige Zeit. Und viele von Ihnen treibt es um, wie es weitergeht. Wir haben uns mit Dingen beschäftigen müssen, mit denen wir uns noch nie beschäftigt haben. Und gemeinsam an der Seite der Bundesregierung kommen wir da durch. Und das ist das erste Angebot. Das zweite Angebot ist, diese Branche nimmt den Wettlauf hin zur Klimaneutralität in jeder Wertschöpfungsstufe auf. Mit den Erneuerbaren, mit der grünen Wärme, mit den grünen Gasen,
bei den Netzen, mit den Speichern, mit dem Demand-Side-Management, beim Eigenverbrauch, bei der Direktbelieferung, beim Energy-Sharing, wo auch immer. Wir nehmen in jeder Wertschöpfungsstufe den Wettlauf zur Klimaneutralität auf. Aber wir brauchen auch die Freiheit, dies tun zu können. Und die ganze Frage der Transformation steht und fällt damit, ob das kreative Potenzial, die Innovation, der unternehmerische Mut gefördert wird, ob vielleicht auch mal ein Fehler gemacht werden kann, aber ob die Kompetenz, die hier im Raum sitzt, dazu genutzt wird, dass wir diese Transformation, diese neue Welt auch erreichen können. Transformation braucht Freiheit, Freiraum und sie braucht Vertrauen. Es muss Schluss sein damit zu misstrauen und Sorge zu haben, dass es uns nur um unsere eigenen Geschäftsmodelle und nichts darüber hinausgeht. Nein, dieser Branche geht es darum, die Zukunft zu gestalten. Und das ist unser Angebot an die Politik. Wir nehmen den Wettlauf zur Klimaneutralität auf, aber lasst uns den Freiraum, dieses auch zu tun. In diesem Sinne danke ich Ihnen ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Ich freue mich auf zwei spannende Tage. Ich hoffe, Sie tun es auch. Und ich hoffe, ich konnte Sie ein Stück weit erreichen. Und natürlich auch die Politik. Ich danke Ihnen herzlich.